Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 der Holzfäller. Ja, ich hoffe, euch geht es euch gut. Ihr seid alle gut drauf und habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nachdem, dass ich meine Organisation, hätte ich fast gesagt, mein Unternehmen ein bisschen organisiert habe, habe ich eigentlich nichts verpasst. Wieso man an der Zeit sieht, wir sind immer noch in der 2. Septemberhälfte. Wir stehen im Wasser. Die Folge möchte ich so richtig ranklotzen mit dem Harvester. Ich möchte so viel, ich möchte gute Bäume schneiden. Vielleicht fahren wir sogar noch einmal auf zum Verkaufen. Das weiß ich noch nicht. Was ich allerdings weiß, ist, €10.000 gehen zurück an die Bank. Hier möchte ich so ein bisschen anders machen in dem Projekt. Hier möchte ich schon schauen, dass wir die Schulden ein bisschen zurückzahlen. So. So, so, dann nicht miteinander schwenkt. Macht man zu, warum das die Zange nicht mehr ganz zugeht. Ist mir unbegreiflich, aber sollte so sein. Unabhängiges Sägewerk vom alten Holze. Wieder. Na, dann schauen wir, dass wir so viel Meter wie möglich machen. Da habe ich die Holzzeit gesagt, eine Papierfabrik ist auch hier. Was seit dass das neue Sägewerk gibt, eher weniger beliefert wird. Die kämpfen auch ums Überleben. Aber es ist halt momentan der Preis. Der Preis bestimmt das, wo man, hinfahren. Und mein alten Holzer wollte eben den Deal machen. Habe eben den Deal gemacht, weil er eben gesagt hat, ja, bring's einmal vorbei. Nehmen wir schon. Schauen wir, dass wir die Region mit unserem Holz beliefern. Aufforsten war dann auch gut. Ich weiß schon, unser Forst, glaube ich, geht bis zu der Straße. Ich halte immer wieder die Augen auf, ob ich noch irgendwo so ein Objekt ziehe. Eine Hütte im Wald. Hallo? Bewohnt ist so mal. Auf den Plan schauen. Liegt das in unserem Gebiet?
Na, liegt nicht mehr in unserem Gebiet. Bis Seenbereich und die untere Straßenbereich, das ist unser Gebiet. Okay. Das heißt, wir sind jetzt da bei Gebiet 34. Tausend, ja gut, das ist jetzt nicht so viel. 9.000 für das Gebiet. Das sind eine humane Preise für den Forst. Für Forstgebiete. Wohl, muss man schon sagen. Muss man schon sagen, geht sich schon aus. Die Bank hat uns ein bisschen ausgeholfen mit 50.000. Ab nach Hause und rein in den Harvester, da die so. Holz ernten, wenn man so schön sagt, bei Big Timber. So. Ah, immer umschalten auch. Licht, HP, die Batterie. Auf geht's. Jetzt wird Holz gearbeitet. Das ist der Harvester, der packt. Das machen wir jetzt. Los, was haben die eingeschalten? Ah. Falschen Button gedrückt habe ich. Falschen Button habe ich gedrückt. Pass auf, 5 Meter. Machen wir 6, machen wir 8 Meter Bahn. Nein, bleiben wir bei 5. 20 maximale Länge, 2,55 Meter Bahn. Das geht momentan auf unseren Anhänger rauf. Bleibt nur so auch was übrig. Dieser Baum wird nicht unterstützt, okay. Soll ich ein bisschen die Übersicht sagen, was möchte ich machen? Die haben mir gesagt, gell, der ist zu dick gewesen.
ist der Kran schon voll ausgefallen. Ab geht's. Ein bisschen Holz ernten. Dann haben wir nämlich die nächsten Folgen, nämlich dann Zeit, Geld zum Schaufeln. So. Mein Freund hat das Platinum Edition schon gekauft und wie weit seid ihr schon? Das ist jetzt die dritte Folge, also heißt die dritte Woche, wo es raus ist. Ich muss eigentlich nicht sagen, wie weit das ich bin, ich sehe das ja. So. Und der nächste. Es ist echt cool, dass man so ein großes Forstgebiet als Stadtgebiet kriegt, komm. Von Giants. Also man muss das schon mal jetzt auch so sagen, ja. Auch bevor steht aber nur die Frage, im Raum, welche Produktion kaufen wir uns als erstes? So. Jetzt 1000 Euro haben wir ja noch Schulden. Deswegen müssen wir ja da Holz ernten. Packt er den Knorren da auch gleich. Wäre gut. Jawohl. So. Oder sollten wir uns unser Sägewerk platzieren? Aber dann ist es auch wieder ein bisschen blöd, weil dann müssen wir wieder, nochmal wieder Eigenproduktion. Aber der Weg war nicht so weit. Aber wir könnten dann hier das ganze, das Haus weg da, wenn wir uns sagen wir das alte Fuß Gelände oben kaufen und schauen, dass wir oben dann alles positionieren nachher später. War so eine Idee.
ist er denn? Wo ist er denn? Komm schon. Dann lass das, dann bleibt der, dann bleibt bei da stehen. Dann machen wir den mit der Motorsäge. Okay, der hat gewisse Schnitte. Die anderen sind doch auch gegangen. Naja, vielleicht ist er zu dick. Vielleicht ist er schon zu dick für den Harvester. Die war nicht richtig drauf. Macht nichts, dann machen wir halt da unten weiter. So. Baum können wir mit dem Motorsack machen, das ist ja kein Problem. Wow, der ist richtig schwer. Warum auch immer. Jetzt sieht man den einfach mal an. Der jetzt kaputt wird. Gut, dass ich nicht gesägt habe. So. Ah, mir hat er schon in der letzten Folge was gestört. Das wollte jetzt schauen, ob ich das mit dem Motorsack bekämpfen kann. Nope. Nope, 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 nope. Halt, pass auf. Den lassen wir noch stehen. Den dann mal weg. Ganz nastel. Das war einer für den Sockenhaufen. Ein bisschen, dass man. Ich hab das ein bisschen System, seht ihr das? Krumm und schief und
Weg damit. Dann machen wir Brennholz draus. Gleich also mit dem da. Hier wieder so ein bergigen Motor, da siehst du die Menschen selber, also die Figur selber. Hör mal, ganz interessant. Das heißt da, wir müssen uns irgendwie einen gebrauchten Kit verkaufen. Oder Spader, dass wir dann das Zeug auch transportieren können. Mal drei Stücke, ist ja wurscht. Einfach zum Transportieren. Brennholz für den Winter. Schneiden wir da noch mehr auseinander. Deppert Austro. So, jetzt hat. Ja, wenn ich jetzt das nicht gleich verramme, dann findet es wahrscheinlich dann erst wieder, keine Ahnung wann. Wir wollen da nichts verschwinden. Wir wollen ja nichts verschwenden. So. Die lassen wir stehen. Die lassen wir auch stehen. Jetzt bin ich auf. Dann den schneiden wir jetzt noch gleich um. So. Schön entrostet. Der ist auch nicht unterstützt worden, glaube ich. Wenn ich es jetzt auch gleich. Jetzt gehört er schon mir mit dem Motorsack. Fällt einmal gut. Fällt einmal gut. Überlänge drin haben, ist ja auch wurscht. Beim Spitzel passt auch gut. So. Zu schwer. So. Mal
auch noch mehr an. Makler um. Das ist das Komplizierte, weil da der kriegt man viel bei manchen Bäumen, die Äste wegbringen. Das war ein schöner Baum, aber die Äste liegen nicht so wie. So schwer ist auch noch. Schauen wir mal. Wieder ein Trumpf fürs Brennholz. Also wenn einer von euch Brennholz braucht, ich schenke es nicht, was da auf dem kleinen Haufen liegt. So. Arbeiten wir wieder mit den großen Geräten. Das mit dem Motorsack, das kann ich dann auch machen. Der ist auch schon zu breit. Aber macht er nichts. Dann nehmen wir nichts die Runde her. Der Baum wird nicht unterstützt, okay. Ein großes Baumgebiet. Ein Forstgebiet. Aber es sind Bäume dabei, die was halt einfach nicht wollen. Aber macht ja nichts. Ich glaube, dass wir da für ein paar tausend kanadische Dollar da Holzsätze liegen haben. Es nutzt halt einfach nichts. Wir müssen da im Forstbetrieb am Laufen halten. Ein bisschen Geld ist auch schon hingegangen. 175 auf 200. Das sollte halt nicht passieren, gell?
dass man mal am Baum gestehnt. Einmal das in drei Abschnitten unterteilen, schätze ich mal. Ernten, dran ab, also Abtransport, also rausholen. Schauen wir mal, da wieder so ein bisschen ein Mischwald auf der Bahn. Der nicht unterstützt, gell? Wo ist echt? Ist das? Aber er kriegt schon ein bisschen mehr Licht jetzt rein. Die Cedar bringt in Kanada am meisten. Also quasi von Big Dinder. Aber die werden wir heute nicht umpflanzen können. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Alles, was man schneidet, das ist hier wahres Geld. Ein bisschen einen Überblick verschaffen. Oh, 38. 38, ah, 35, 8. Da bin ich schon. Die da hinterm Haus lasse ich stehen. Er möchte jetzt da, jetzt passen wir auf. Es gibt bei da im Shop die Sprays. Container. Da diverses Markierungsspray. Orange.
Alles klar. Jetzt kaufen wir nur mal so ein Markierungsspray. Warum? Damit dass ich einen Controller von der PlayStation drinnen kann. Weil der HP wieder vergessen hat zum Umstecken. So. Machen wir grün. Dann X kann weg, sozusagen. Weg. Weg. Keine Ahnung, ob es da so internationale Zeichen gibt. Ich muss mir da mal jetzt mein System einfallen lassen. Dass wir hier da so am Wegesrand markieren, da mal. Also Orange kann weg, X, also XQ weg. Und dann weiß ich ja genau, wie weit das mein Großgebiet geht. Weg um. Dann wieder auf. Gehört der noch dazu zu meinem Fußgebiet? Baum darf ich nicht mehr markieren. Okay, der ist schon nicht mehr in meinem Gebiet. Der auch nicht mehr. Der auch nicht mehr, okay. Der Kuh weg. Der Akku weg. Und hinter der Brücken müssen da noch weg sein. So, da war sie einmal. Jawohl. Aber da wird schon jetzt am Ende sein. Ja. Also XQ weg. Dann grün. Werkzeug aktivieren. Markierung ändern. Dann machen wir ist gleich für Halbbestand. Hier bleiben. Ich weiß schon, das ist jetzt nur langweiliger. Ja,
Aber es macht ja nichts. Wir müssen ein bisschen was Langweiliges haben machen. So. Ich werde jetzt nicht jeden Baum extra durchgehen zum Fällen. Also dieser jetzt garantiert nicht da. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, ich werde jetzt noch ein paar Bäume fällen. Offscreen, und dann werden wir die in der nächsten Folge aussuchen, da ich mal sagen. Weil ich es in der nächsten Folge außerhol und abtransportiere oder ob ich nur außerhol, ohne dass ich was transportiere. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diese sportliche Ausgabe des Holzfällers. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt zum Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier vom Holzfäller weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren, in diesem Sinne bleibt mir gewogen, vor allem meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HP, Servus!